Es darf zum Beispiel kein lernender Algorithmus in der Form live sein, sondern man kann ein Modell trainieren, dann muss man das einmal einfrieren und diesen eingefrorenen Zustand komplett durchvalidieren. Und dann darf es erst auf den Markt. Wir haben eine Software entwickelt, die Radiologen hilft und unterstützt bei der Auswertung von MRT-Bildern. Aber auch die Information so bereitgestellt, dass sofort eine Diagnose gestellt werden kann. Nicht durch die KI, aber durch den Radiologen selbst mit diesen Informationen. Mir war nicht wirklich bewusst, dass da künstliche Intelligenz drinsteckt. Also das ist ein Unterarmsystem, ja. Da kann man bis zu 8 Bewegungen abspeichern auf dieses Armprothesensystem. Und dafür haben wir diesen Selfie-Schutz entwickelt, der nochmal davor geschalten ist, vor die gesamte Gesichtserkennung, der erstmal entscheidet, sitzt denn tatsächlich eine reale Person vorm Rechner momentan oder wird das Handy zum Beispiel vor die Kameralinse gehalten. Schweiß, Geduld und ein tolles Team hat's gebraucht.